Captain Sims? Nicht jetzt. Bleib lange genug in der Hölle und du siehst den Teufel. Wie sieht er aus? Wie erwartet. Ich habe Langley verlassen wegen dir. Du erinnerst dich? Zentralkommando. Offizielle Mission. Nicht so doppeldeutig. Vielleicht versuchst du es mal. Für mich ist es zu spät. Kannst du uns zu Gusev bringen? Ich bringe euch hin. Aber dann war's das für mich. Das ist nicht mehr mein Weg. Ihr kriegt, was ihr braucht. Und ich bin raus. Hör ich nicht zum ersten Mal diese Woche. Herr, gib mir Kraft. Hol deine Crew. Aufbruch in 5. Verlasse Formation. 5 Kilometer. Die Panzerei beschäftigt die Irakis. Ihr schleicht euch dahinter rein. Gusev wird euch nicht kommen sehen. Der Typ? Top-Labor hat einer Söldnerarmee? Gusev entwickelt Pantheons Biowaffe. Er wird ihren Plan kennen. Frag mich, wie er nachts schlafen kann. Hast du einen Rat für ihn? Gusev ist besser noch in einem Stück, wenn wir ihn finden. Es ist ein Kriegsgebiet, Adler. Deswegen komme ich mit. Irgendwer muss ja auf dich aufpassen. Das macht uns wohl zu einem Feuertrupp, nicht wahr, Case? Schluss mit dem Gequatsche und los. Ich bin eure Überwachung, also bleibt am Funk. Warte, Case. Adler ist auf der Jagd, aber wir haben Regeln. Ich will, dass du sie befolgst. Die Koalitionsluftangriffe sind fast vorbei. Das ist unser Zeichen. Der Eingang ist auf der anderen Seite des Parkplatzes. Los geht's. Da ist der Eingang zum Flughafenterminal. Der Luftangriff hat den Weg freigemacht. Kontakt! Scharfschützen auf der Überführung! Mörserfeuer! Schaltet sie aus! Feindlicher Scharfschütze! Das Mörserteam ist ausgeschaltet! Ein Mörser ist noch übrig! Schalte die Mörser aus! Wir müssen diese Mörser stoppen. Konzentrieren. Mörder in Deckung! Mörsergranate weg! Mörserteams! Schaltet sie aus! Das Team ist erledigt. Nur noch ein Mörser-Team übrig. Schalte die Mörser aus! Scharfschütze! Mörsergranate! Weg! Wir müssen diese Mörser stoppen. Mörser neutralisiert, beseitigt den Rest. Du hast ihn erwischt. Verstärkungen kommen aus dem Terminal. Die sind uns im Weg. Durchbruch. Ist es geschafft. Nur noch ein paar. Bereit, sicher. Gehen wir durch das Terminal. Chefs Flieger ist auf der anderen Seite des Terminals. Das ist doch ein ziemliches Stück. Stimmt, beeilen wir uns. أنا بحاجة لذخيرة. فقط ذلك المكان. Verstärken die Verteidigung. Rollen. Hier nach rechts. Clever Case. Ich sehe sie. Ich komme mit der Strichliste nicht hinterher. Ist das ein Problem? Pantheon! Schrotflinte voraus! Unterwegs! Wenn wegen des Menschen kommt das hier! Diesmal machen wir sie fertig! Meines Ernst. Ach, jetzt weißt du, womit ich es zu tun habe. Los geht's! Vorwärts! Voraus! Los! Sicher, vorrücken! Case, beeilen wir uns lieber! Werden jeden Moment in Reichweite sein. Dann nichts wie zum Abflug lädt. Adler, was ist euer Status? Fast bei Gusews Flieger, immer noch angedockt. Hier sind Verletzte. Überprüft eure Ecken. Sie sehen unbewaffnet aus. Ruhig bleiben. Archuko, Saiduni! Adler. Was? Der hat nach einer Waffe gegriffen. Er war unbewaffnet. Wir haben Regeln, Adler. Können wir uns wieder auf die Mission konzentrieren? Unglaublich. Munitionsvorrat auf der Theke. Ausrüsten. Feuer frei! Rein da! Sie dürfen nicht das Geld erreichen! MG-Schützen, rechte Seite! Torschützen, Ende des Korridors! Erledigt sie! Eröffne das Feuer! Verstärkungen auf der linken Seite. Feindlicher Scharfschütze! Scharfschütze! Alle erledigt! Gehen wir zum Gate! Da ist die Gangway! Schnell! Alles sicher! Gehen wir an Bord der Maschine! Na los, Case! Die Maschine ist davon! Na los, Buschew ist an Bord dieses Flugzeugs. Keine Chance, dass das Flugzeug abhebt. Es steckt zwischen uns und den Panzern fest. Marshall, wir gehen jetzt an Bord. Verstanden, Zugriff und weg. Die Koalition steht unter Marsch. Gangway sicher. Case, geh vor. Durchkämmt die Kabine. Angriff! Hinterhalt! Hab den Schuss verpasst! Das ist ein Treffer! Hidalgo! Angriff! Feind ist in Deckung! Bin in Bewegung! Ja! Oh! In Deckung! Ich hab meinen verloren! Davon! Mäh sie nieder! Öffne das Feuer! Rücken wir vor und schalten gut als Leibwächter aus. Da kommt einer! Komm schon, Kai! Wir müssen die Maschine sichern! Hast du gesehen, wohin die sind? Genug! Haltet sie auf! Ich denke auf Fernlenkladungen! Sichtkontakt? Wechsel Position! Wirf eine Granate! Granate! Granate ist raus! Es gibt Geschenke vom Weihnachtsmarkt. Siehst du sie? Jemand nähert sich. Feind in Bewegung. Meeresspiegel. Thomas, Feuer eröffnet. Ziel erfasst. Gehe in Deckung. Kapitän, Ziel verletzt. Lass sie nicht aus den Augen. Harvey! Lenkladung. Schrotflinte. Fernlenkladung losgeschickt. Ich erwische sie aus der Ferne. Alles sicher. Noch nichts von Gusev. Muss im Cockpit sein. Case, du bist dran. Öffne die Tür, Case. Gusevs Flugzeug. Falsche Fährte. Marshal, wir brauchen Augen auf Gusev. Ich durchsuche das Gebiet. Die Panzer sind fast da. Hab ihn, außerhalb von Terminal 3. Sie bringen ihn zu einem Frachtflugzeug der Armee. Terminal 3, die andere Seite vom Flughafen. Wir nehmen die Abkürzung über das Flugfeld. Was zum Teufel redest du da? Diese Panzer... Was sagst du jetzt? Das Flugfeld oder kein Gusev. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Warum hat er immer recht? Gusevs Frachtmaschine ist am anderen Ende der Rollbahn. Sie macht uns so drauf und fertig. Das schaffen wir nicht rechtzeitig. Ich lasse mir was an. Achtung, Koalitionshelikopter kommt von unten. Hey! Vorsicht, die Achse, die weiß nicht, die kommt. Die Panzer sind unter Laufra. Das ist unser Taxi-Reiter. Natürlich. Hey, los geht's. Das ist der einzige Weg. Die Koalitionspanzer werden uns mit diesem T-72 unter Beschuss nehmen. Verdammt, ich werde von meiner eigenen Panzerlinie pulverisiert. Panzer unter Führung, links. Auf zum Terminal, Case! Schalte diese Raketenwerfer aus! Steuer zum Terminal! Los! Terminal 3! T. Vollgas voraus! Erblau, da rast ein T-72 wie ein Verrückter über das Rollfeld. Ja, das sind wir. Okay. Weiter auf Kurs Richtung Gooseheads Frachtflugzeug bleiben. Wir halten nicht noch mehr solcher Treffer aus. Auf zum Terminal, Tanks! Die Feinde haben sich außerhalb der Terminalmauer verstanden. Koalitionspanzer werden uns mit diesem T-72 unter Beschuss nehmen. Verdammt, ich werde von meiner eigenen Panzerlinie pulverisieren. Steuer zum Terminal, los! Die Raketenwerfer kämpfen! Erblau, da rast ein T-72 wie ein Verrückter über das Rollfeld. Ja, das sind wir. Okay. Weiter auf Kurs Richtung Gooseheads Frachtflugzeug bleiben. Wälz sie nieder! Ja! Wie in Danang, was Sims? Ja, das war auch eine Scheißshow. Verdammt! Beweg deinen Hintern, Case! Gooseheads Fliegerroll zur Startbahn! Ja! Gooseheads Flieger hat die Startbahn erreicht! Los, los, los! Ja! Das Flugzeug geht ab! Feuer, Case! Schieß auf die Maschine! Scheiß auf den Typen! Ziel getroffen! Flugzeug am Boden! Wir müssen los! Komm schon! Sie sind schwierig zu finden, Yusuf. Zeit für ein Gespräch! Bitte! Das Pantheon zwang mich, Ihnen zu helfen. Sie bedrohten meine Familie. Glaubst du das, Sims? Die Kinderbilder waren schon drin. Zum Glück haben wir einen Lügendetektor. Case, bring ihn zum Reden. Ich weiß nicht, warum sollten Sie das verraten? Du lügst. Nein, ich schwöre, Sie geben nichts weiter, außer wenn nötig. Ich weiß, dass du mehr zu bieten hast. Case? Jean Harrow brachte mir einen biologischen Erreger, die Wiege, aus einem amerikanischen Labor. Das Pantheon wollte, dass ich ihn infektiöser mache. Gewaltsamer. Die Opfer reißen sich in Stücke wie Tiere. Wer arbeitet noch mit Harrow? Daniel Livingston? Nie von ihm gehört. Ich sag doch, ich weiß nichts. Wirklich, bitte, ihr müsst mir glauben. Zieh den Stecker, Case. Nein, nicht. Stopp. Ich kenne das Ziel nicht, aber ich weiß, wo die Waffe ist. Ich höre. Vorkuta. Ein altes russisches Gefangenenlager. Es diente als Biowaffenlabor, bevor es geschlossen wurde. Aber da gibt es noch alles zum Hochfahren der Produktion der Wiege. Das reicht. Du kannst ihn entsorgen. Was? Nein! Das reicht. Er hat gesagt, was er weiß. Du wirst auf deine alten Tage weich, was, Sims? Du hast deine Methoden und ich habe meine. Yusuf ist jetzt in meiner Obhut. Marshall, hast du alles gehört? Bestätigt. Der Hauptgewinn ist in Vorkuta. Ich informiere die anderen von unseren Reiseplänen. Verlässt die Wiege das Lager, kann Pantheon sie jederzeit freisetzen. Überall. Millionen wären in Gefahr. Es liegt an uns.